Letzte Woche die 13, diese Woche die 13, Michael Jackson und In the Closet. Jetzt ziehe ich nochmal ganz kurz Bilanz. Auf der 15 hörten wir Elton John, The One. Auf der 14, das war letzte Woche noch die 15, Every Time We Touch, Maggie Riley. Und die 13, soeben gehört, letzte Woche auch die 13, Michael Jackson, In the Closet. Gleich gibt's Werbung, dann gibt's die Nachrichtenverkehr und dann hören wir uns wieder zu den bayerischen Top 15. Entschuldigung, Sie in der kirschroten Bluse. Ja? Wird's Ihnen beim Waschen manchmal zu bunt? Im Gegenteil, bei hartnäckigen Flecken wird's mir oft zu blass. Und Ihnen? Nee, bei Flecken in der Buntwäsche, da sehe ich schwarz. Wenn's Ihnen beim Waschen nicht bunt genug sein kann, haben wir jetzt die Lösung. Das neue Ariel Color mit dem Color Plus System schafft selbst hartnäckige Flecken und versiegelt die Farben. Und wird's Ihnen beim Waschen zu bunt? Nö, ich habe das neue Ariel Color und deshalb weder Flecken noch blasse Farben. Die neue Ariel Color Reinheit schafft die Flecken, versiegelt die Farben. Die von McDonald's halten sich wohl für oberschlau. Schaffen die doch einfach so den Hamburger Royal TS ab. Meinen Lieblingshamburger. Und glauben, ich merke das nicht. Doch nicht mit mir, Freunde. Also ich zähle jetzt bis eins. Und dann ist er wieder da, verstanden? Eins. Na also, da ist er ja wieder. Mit saftiger Tomate und knackigem Salat. Wollen Sie mal probieren? Ach, doch nicht ins Radio beißen. Einfach zu McDonald's gehen. McDonald's ist da. Sind Sie einmal ehrlich, haben Sie sich beim Überholen nicht auch schon einmal beinahe verschätzt? Wir von der Bayern-Versicherung raten Ihnen, überholen Sie erst dann, wenn es auch wirklich ohne Risiko geht. Sie schonen Ihre Nerven und kommen heil ans Ziel. Denn wir von der Bayern-Versicherung wollen doch Ihre Lebensversicherung am liebsten an Sie selbst auszahlen. Bayern-Versicherung. Ihr Freund fürs Leben. Mein Schnacherl, jetzt hast du doch Urlaub genommen zur 20-Jahr-Feier vom Einrichtungshaus Weko. Ja, schließlich muss ich mir die Möwen anschauen und zwischendurch gehe ins Festzelt mit den Kindern, Zirkus. Artisten und Viecher aus der ganzen Welt gibt's da. Bloß Drachen haben sie halt keinen. Du, pass auf, gell. Am 14. Juni ist von 12 bis 5 verkaufsoffener Sonntag. Und ab Montag bläst für die wieder ein anderer Wind. Sag ich doch. Weko, der starke Bayer. In Linden zwischen Eckenfelden und Pfarrkirchen. Also, weißt du jetzt, wie die älteste Brauerei der Welt heißt? Ja, logisch. Weinstefan. Dort wird schon seit 1040 ein gutes Bier braut. Richtig. Und wer recht hat, soll der Ruhe. Ja, von mir aus. Okay, Mona, für den großen Quizmaster neben mir ein Weinstefan-Original. Dem Schorsche bringst du Dunkles, der Toni trinkt der Kristallweizen und ich hätte gern... Ein Edelpilz von Weinstefan für den edlen Spender. Mit Weinstefan fängt Bier an. In wenigen Sekunden wird es 20 Uhr. Super 3, die zweite. Ab geht's in die Nachrichtenzentrale zu Ute Rotter. Der Planet Erde muss gerettet werden. Das ist der Tenor der meisten Reden, die im Augenblick auf dem Umweltgipfel in Rio gehalten werden. Heute sind ja die Staats- und Regierungschefs persönlich an der Reihe. Und sie alle weisen darauf hin, dass massive Schritte zum Schutz der Umwelt eingeleitet werden müssen. Der britische Premierminister Major sagte zum Beispiel, fast zwei Generationen lang haben wir mit der Bedrohung eines Atomkriegs gelebt, der diese Welt zerstören könnte. Jetzt aber besteht die Gefahr, dass wir mit unserem eigenen Handeln allmählich zu demselben Ergebnis kommen, der Zerstörung dieses Planeten.
Doch schöne Reden allein genügen nicht. Noch immer nämlich ist die Finanzierung aller geplanten Maßnahmen nicht geklärt. Und dies ist aber leider das Entscheidende. Mit Spannung wird jetzt die Rede des erklärten Umweltboomers erwartet. George Bush, der amerikanische Präsident, er wird in Kürze in Rio sprechen. Und damit noch einmal nach Bosnien. Vor kurzem bekamen wir den Bericht eines Reporters direkt aus Sarajevo. Nach seinen Worten wird in der bosnischen Hauptstadt auch am Abend wieder gekämpft, und zwar in aller Härte. Er sagte wörtlich, es ist der heftigste Angriff seit Kriegsbeginn. 30 Tote und ebenso viele Verletzte soll es heute gegeben haben. Und noch eine Meldung aus dem Inland. Offensichtlich wird es jetzt ernst gemacht mit der eigenen Ostpartei, die seit Tagen im Gespräch ist. Der frühere brandenburgische CDU-Fraktionsvorsitzende Distel hat jedenfalls in einem Interview angekündigt, dass er Anfang nächster Woche eine sogenannte ostdeutsche Bewegung gründen will. Gedacht ist wohl an ein parteiübergreifendes Bündnis, an dem sich nach Distels Worten auch der Publizist Günter Gauss und der Schriftsteller Stefan Heim beteiligen wollen. So, und aufregend wird es jetzt natürlich für alle Fußballfans. In knapp 15 Minuten ist Anpfiff für das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Schweden. Gegner ist das Team aus der GUS. Und damit zurück zu Super 3. Bayern 3 meldet um 20.02 Uhr, 2 Minuten nach 8. Autobahn Nürnberg-Berlin A9. Zwischen Trockau und Bayreuth Süd ist die Autobahn in Richtung Berlin nach einem Unfall weiterhin gesperrt. Umleitung ab Pegnitz-Grafenwöhr über die U75. Autobahn Regensburg-Nürnberg A3. Zwischen Neumarkt und Oberölsbach ist nach einem Unfall der rechte Fahrstreifen Richtung Nürnberg gesperrt. Die Wartezeiten an den Grenzen für Lkw bei der Ausreise. Weidhaus 1 Stunde, Furtenwald 4 Stunden und Philippsreuth für alle Fahrzeuge 45 Minuten Wartezeit bei der Ausreise. Bayern 3. Die Schlager der Woche mit Jürgen Torkott. Jo, bin hier schon da. 2 Minuten nach 8, weiter geht's in den bayerischen Top 15. Die 15 hörten wir mit Elton John, die 14 mit Maggie Riley und die 13 mit Michael Jackson. Was bleibt und was kommt? Ganz klar, die 12. Jive, Conny Jive, vorne mit Conny Francis, letzte Woche die 9, diese Woche die 12. Nummer 12.
Jive, Bonnie, Jive, Jive, Connie Jive, so muss es heißen. Connie Francis, letzte Woche die noch die 9, um 3 Plätze gefallen auf die 12. Ebenso abwärts ging es für Shakespeare Sister, letzte Woche noch auf der 7 zu finden, diese Woche leider nur noch auf der 11. 4 Plätze ging es runter, Shakespeare Sister und Stay. Nummer 11. If this world is wearing thin, and you're thinking of escape, I'll go anywhere with you. Just wrap me up in chains. But if you try to go alone, don't think I'll understand. Shakespeare Sister, letzte Woche noch die 7, 4 Plätze ging es bergauf die auf die 11. Stay. Auf der 10 ist ein zweiter Neuensteiger zu verbuchen. Please Don't Go von und mit W. Nummer 10. Please don't go, 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 please don't go. Please don't go. Babe, I love you so. Please don't go. I want you to know. Please that I'm gonna please miss your love. Please the minute you walk please out that door. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go.
zweiter Neuansteiger diese Woche in den Schlagern der Woche in dem bayerischen Top 15, W auf die 10 und Please Don't Go. Auf der 9, letzte Woche war das noch die Nummer 10, einen Platz gut gemacht für Metallica und Nothing Else Matters. Nummer 9. Open mind for a different view.
Einen Platz gut gemacht, letzte Woche noch die 10, diese Woche die 9, Metallica und Nothing Else Matters. Drei Plätze ebenfalls gut gemacht oder zumindest nach oben ging es für Red Hot Chili Peppers mit dem Song Under the Bridge. Letzte Woche die 8, die 11, Verzeihung, diese Woche die 8 in Bayern. Nummer 8. I never worried, now that is a lie.
Drei Plätze ging es nach oben, von 11 auf 8 diese Woche in Bayern für Red Hot Chili Peppers und Under the Bridge. Wir sind angelangt bei Platz 7. Das war letzte Woche noch die 6. Einen Platz haben sie leider verloren. Ein Song aus dem Jahre 1968. From the Mamas and the Big Papas, wenn man so sagen kann. Dream, a little dream of me. Nummer 7. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. That leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream. Die 7 diese Woche in Bayern, letzte Woche noch die 6 Mamas and Papas aus dem Jahre 1968 und fast nach 24 Jahren bei uns ein Hit in Bayern. So Dream a Little Dream of Me. Bayern 3 meldet um 20.30 Uhr, ganz genau 8:30 Uhr, Autobahn Nürnberg-Berlin A9. Zwischen Trockau und Bayreuth Süd wurde die Sperre aufgehoben, der rechte Fahrstreifen in Richtung Berlin ist noch blockiert. Autobahn Regensburg-Nürnberg A3 zwischen Neumarkt und Oberölsbach ist nach einem Unfall der rechte Fahrstreifen in Richtung Nürnberg gesperrt. So, zurück zu den Schlagern der Woche, zu den bayerischen Top 15. Vor dem Verkehr hörten wir Mamas and Papas, so Dream a Little Dream of Me. Bleibt, das war die 7, bleibt uns die 6 als nächstes. Letzte Woche noch die 8, 2 Plätze, gut gemacht. Sisters of Mercy und The Temple of Love. Nummer 6. I took it, believing
Mit dabei in den bayerischen Top 15 in den Schlagern der Woche Sisters of Mercy 1992, nein, halt der Song Temple of Love 1992. Den Song haben sie vor Jahren schon mal aufgenommen, aber da wurde es irgendwie kein so ein richtiger Hit und dann haben sie sich gedacht, okay, spielen wir das Ganze nochmal neu ein und schon hat's gezogen. Mit dabei auch die Dame aus dem Orient, Ofra Haser, am Anfang ein bisschen dazu gemischt, in der Mitte ein bisschen was rein und auch am Ende und schon ist es ein Hit geworden. Diese Woche in Bayern, in den bayerischen Top 15 auf der 6 zu finden, das war letzte Woche noch die 8, also im Ganzen und Großen und Ganzen zwei Plätze gespart. Wir kommen in den bayerischen Top 15 zu Platz Nummer 5. Das war letzte Woche noch die 5, diese Woche die 5. Del the Funky Homo Sapien und Mr. Darbolina, Mr. Bob Barbolina. Nummer 5. Oh. I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is Mr. Darbolina, Mr. Bob Darbolina. 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 Mr. Bob Darbolina, won't you quit? You really make me sick with your fraudulent behavior. You're gonna make me flip and then an army couldn't save you. Why don't you behave, you little rugrat? Take a little tip from the tabloid. Because I know I'm not paranoid. When I say I saw you trying to mock me, now you and your crew are on a mission trying to hawk me. But it isn't happening, your fraudulent foes. You used to front big time, now I suppose that everything's cool since the style of apparel you adopted you used to make fun of, but now you wanna rock it. So you gotta kick it with the homie. But DEL is already hip to your cronies. Me and CMP has thought about this, and never have we seen a brother who would hover like Mr. Darbolina. Mr. Darbolina, Mr. Bob 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 Darbolina. Like you thought you could fool me. Ooh, ooh, Mr. Darbolina. Teach Wizard put me on a stuff and then he schooled me. Prince could be fraudulent, just you wait and see. First he was my money grip, then he stole my honey dip. Mr. Darbolina is a serpent, don't you agree? The little two-timer resembles Aunt Jemima with jeans and a dirty white hoodie. Seems like he wouldn't be a snake, or would he? Disguises come in all sizes and shapes. Notice the facade of the snakes. They all catch the vapes, even though last year there was GQ. Took a lot of time before the DEL could see through the mask. All I had to do was ask the Emperor and Kwame, and my man responded if they were bomb, eh? Fraudulent foe with the strength of Hercules. The way you're on my dick must really hurt your knees. You need to take heed and quit being such a groupie. Ever since I did a little show in Guadalupe, I never saw a groupie like you. But what is funny is you wanted to be down with my crew. But DEL is not down with any clowns of justice. So I would suggest that you try to impress Uncle Fester, Darbolina. Because you don't impress me, Darbolina. The style of dress is not the key, Darbolina. It's all in the mind and the heart, so you should start by remembering you gotta pay a fee, Darbolina. Mr. Darbolina, Mr. Bob 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 Darbolina. Geht auch einfach schön von der Zunge. Del the Funky Homo Sapien.
und Mr. Dabalina, Mr. Bob Babalina. Das war letzte Woche die 5 und diese Woche ebenfalls die 5 in den bayerischen Top 15. Kommen wir zur 4. Da hat sich auch sehr wenig getan, nämlich gar nichts. Letzte Woche 4, diese Woche 4 für Dr. Alban. Es ist mein Leben. It's my life. Nummer 4. Mann aus Afrika, Dr. Alban, es ist sein Leben und das geht niemandem etwas an, das kann ich verstehen. It's my life. Dr. Alban, letzte Woche die 4 in dem bayerischen Top 15 und diese Woche ebenfalls die 4. Hat sich nichts getan. Langsam wird spannend, wir kommen zu Platz Nummer 3. Letzte Woche die 3, diese Woche die 3. Hat sich nichts getan. Mr. Big aus ihrem Album Lean Into It und To Be With You. Nummer 3. Show me what he's done.
be that bad when it's through. It's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you. Auf Platz 3 in Bayern, in den bayerischen Top 15 zu finden, Mr. Big aus ihrem Album Lean Into It und To Be With You. Und da ist ja momentan auch das zweite schon ausgekoppelt, Just Take My Heart. Es dürfte so, ich schätze mal, in den nächsten 5, 6, 7 Wochen auf uns zukommen, in die bayerischen Top 15 stoßen. So, das war die 3. Die 2. Letzte Woche die 2. Diese Woche die 2. Der Kenner weiß es. Es kann sich nur um Criss Cross handeln und Jump. Nummer 2. So fly, a young, lovable, huggable type of guy. And everything is to the back with a little slack. Cause inside out, it's wiggin' and wiggin' and wiggin' and whack. I come stomping with something pumping to keep you jumping. R&B, rapping, bull crap is what I'm dumping. Ain't nothing suck about crisscross, we all at. So when the eggs do they rock, say believe that. Yeah.
that's mental. Two good kids with a flow you ain't never heard. Ain't nothing fake that you can understand every word. As you listen to my smooth melody, the daddy makes you J-U-M-P. Jump, jump. The Mac daddy make you jump, jump. A daddy Mac will make you jump, jump. Chris Cross will make you jump, jump. Uh-huh, uh-huh. Jump, jump. The Mac daddy make you jump, jump. A daddy Mac will make you jump, jump. Chris Cross will make you jump, jump. Now, the formalities of this and that is that Chris Cross ain't coming off wet. And for all y'all suckers that don't know, check it out. Some of them try to run, but they can't run like this. Some of them try to run, but they can't run like this. Some of them try to run, but they can't run like this. Some of them try to run, but they can't. Cause I'm the make it, make it, make it, make it a Mac Daddy. The make it, make it, make it, make it a Mac. Cause I'm the make it, make it, make it, make it a Mac Daddy. The make it, make it, make it, make it a Mac. I make you wanna jump, jump. The Mac Daddy make ya jump, jump. A Daddy Mac will make ya jump, jump. Chris Cross will make ya jump, jump. Junge, Junge, oder sollte man vielleicht besser sagen, Bub, oh Bub, zwei Zwölfjährige, derzeit die Nummer 2 in Bayern in den bayerischen Top 15 in den Schlagern der Woche, Chris Cross, nicht? Die auch damals, oder zumindest in Amerika, das Klamotten rückwärts anziehen, so richtig durchgeführt haben und richtig durchgesetzt haben und so richtig eingeführt haben und bekannt gemacht haben, das wollte ich sagen. Jump, diese Woche die 2, das war letzte Woche auch schon die 2. So, was bleibt? Ganz klar. Großartige Nummer 1, Snap, haben es wieder einmal geschafft. Das heißt, die sind ja letzte Woche schon auf Nummer 1 gestiegen und jetzt wieder Nummer 1. Sie haben sich behaupten können, Rhythm is a Dancer, Snap, diese Woche die 1, letzte Woche die 1. Nummer 1. Yeah.
cancer when I say rhythm is a dance. Die amtierende Nummer 1 in Bayern, Snap, zum zweiten Mal die Nummer 1 in Bayern, in den bayerischen Top 15, in den Schlagern der Woche. Snap und Rhythm is a Dancer. Wir fassen noch mal ganz kurz zusammen. Erstmal, das waren die Schlager der Woche am heutigen Freitag. Die bayerischen Top 15, nur gültig in Bayern. Die 15er Neuansteiger war zu hören von Elton John, The One. Auf der 14, letzte Woche noch die 15, Every Time We Touch, Maggie Riley. Auf der 13, letzte Woche noch die 13, In The Closet und Michael Jackson. Auf der 12, letzte Woche noch die 9, Jive Connie Jive mit Connie Francis. Auf der 11, letzte Woche noch die 7, Stay und Shakespeare's Sister. Die 10, da finden wir einen neuen Steiger, Please Don't Go von W. Die 9 diese Woche, das war letzte Woche noch die 10, Nothing Else Matters, von und mit Metallica. Die 8, letzte Woche noch die 11, Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers. Die 7, letzte Woche noch die 6, So Dream a Little Dream of Me, von und mit den Mamas and the Papas. Die 6, letzte Woche noch die 8, Temple of Love, 1992, von und mit Sisters of Mercy. Die 5 hat sich nichts geändert, letzte Woche die 5, Mr. Dubbelina, Del the Funky Homo Sapien. Die 4 hat sich ebenfalls nichts geändert. It's My Life von und mit und Dr. Alban. Die 3, letzte Woche 3, diese Woche 3, To Be With You, Mr. Big. Die 2, letzte Woche die 2, diese Woche die 2, sei, Criss Cross auf Jump, nee, auf 2 mit Jump. Und die Nummer 1, letzte Woche Nummer 1, diese Woche Nummer 1, zum zweiten Mal die Nummer 1. Snap und Rhythm is a Dancer. Das waren die Schlager der Woche. Nächsten Freitag gibt es sie wieder von 19 bis 21 Uhr. Zur Ferienzeit bekommt Ihre Visa-Karte Bahnanschluss. Ab jetzt genügt Ihre Visa-Karte, um Ihr Zugticket zu zahlen. Und zwar an über 150 Bahnhöfen und in allen DER-Reisebüros. Damit ist die Visa-Karte die erste Kreditkarte, mit der Sie auch bei der Bahn zum Zug kommen. Visa, die Freiheit nehm ich mir. Gratuliere, Sie sind eingestellt. Wir beginnen um 9. 9? Geht nicht. Hab ich schon. Na dann, um 8. 8 ist besser. Haben Sie auch alle? Ja, jetzt habe ich alle Lottozahlen beisammen. Mann, wozu der Umstand? Spielen Sie in einer Lottospielgemeinschaft mit Faber. Da haben Sie hohe Gewinnchancen und spielen mit Faberzahlen auf Superquoten. Achten Sie auf den Gutschein in Ihrer Telefonabrechnung oder Fernsehzeitung. Für Ihr Lotto ohne Wenn und Aber, Faber. Lottozahlen mit System. Und nun passen Sie mal ganz genau auf.
Zwei Pilz, okay. Mama, drei Whisky. Auf Eis. Herr Wirt, mein Rotwein. Ja, kommt sofort. Noch zwei Korn. Und für mich ein Wasser, denn ich mach das Taxi. Prima Idee, Organisation ist alles. Wer feiert, soll sich fahren lassen. Auf Ihr Wohl. Kein Alkohol am Steuer. Denken Sie dran. Rücksicht kommt an. In wenigen Sekunden wird es 21 Uhr. Super 3, die zweite. Mit Nachrichten, ich gebe ab ins Nachrichtenstudio zu Ute Rotter. Gleich zu Beginn der aktuelle Stand vom Europameisterschaftsspiel Deutschland gegen die GUS. Es steht kurz vor Halbzeit 0-0. Und damit zum Umweltgipfel nach Rio de Janeiro. Der amerikanische Präsident Bush hat dort vor kurzem gesprochen und die amerikanische Politik verteidigt. Er war ja in den vergangenen Tagen zum Umweltboomer Nummer 1 geworden. Bush sagte wörtlich, die Bilanz Amerikas im Umweltschutz steht niemandem nach. Ich bin also nicht hierher gekommen, um mich zu entschuldigen. Das Artenschutzabkommen, so bekräftigte Bush allerdings noch einmal, werden die Vereinigten Staaten nicht unterzeichnen. Vor dem amerikanischen Präsidenten hat bereits der kubanische Staatschef Fidel Castro gesprochen. Castro hat in seiner Rede die Verantwortung für die Umweltzerstörung den westlichen Konsumgesellschaften zugeschrieben und dafür wurde er mit